In den USA gibt die Industrie zu, über 1,8 Millionen Tonnen Giftstoffe pro Jahr freizusetzen. Tatsächlich dürften es deutlich mehr sein, als sie zugeben. Das ist also eine weitere Grenze. Wer will schon diese ganzen giftigen Chemikalien sehen und riechen? Also verlegen sie die dreckigen Fabriken ins Ausland, vergiften anderer Leute Land. Ein Großteil dieser Luftverschmutzung wird zudem durch Windströmungen zurückgetragen. Was geschieht als nächstes mit diesen Produkten? Sie kommen in den Vertrieb, was bedeutet, dass der schadstoffbelastete Müll schnellstmöglich verkauft werden soll. Ziel ist es, mit niedrigen Preisen die Käufer zu animieren und ständig Nachschub zu liefern. Die niedrigen Preise werden durch niedrige Löhne und Einsparungen bei der Krankenversicherung finanziert. Die Kosten werden ausgelagert. Das heißt, die tatsächlichen Produktionskosten werden nicht durch den Verkaufspreis gedeckt. Kurz gesagt, wir bezahlen nicht für das, was wir kaufen. Darüber habe ich erst neulich nachgedacht. Um auf dem Weg zur Arbeit die Nachrichten hören zu können, ging ich in ein Geschäft und kaufte ein kleines grünes Radio für 4,99 €. Als ich an der Kasse wartete, fragte ich mich, wie diese 4,99 € überhaupt die Kosten von Herstellung und Transport decken können. Das Metall stammt vermutlich aus Südafrika, das Erdöl aus dem Irak, das Plastik aus China und zusammengebaut hat es vielleicht ein 15-Jähriger in Mexiko. 4,99 € decken nicht einmal die Lagerkosten. Von dem Lohnanteil des Verkäufers, den Transportkosten der Einzelteile auf Frachtschiffen und LKWs, ganz zu schweigen. Da ich also nicht für das Radio zahle, wer zahlt dann? Die Menschen hier bezahlen mit dem Verlust ihrer Rohstoffe. Die bezahlen den Verlust sauberer Luft mit erhöhten Asthma- und Krebsraten. Kinder im Kongo zahlen mit ihrer Zukunft. 30% gehen vorzeitig von der Schule ab, um Coltan zu schürfen. Ein Metallerz, das für billige Wegwerfelektronik benötigt wird. Und die hier müssen sich selbst um ihre Krankenversicherung kümmern. Auf jeder Stufe zahlen andere mit drauf, damit ich dieses Radio für 4,99 € haben kann und das taucht in keiner Kalkulation auf. Das meinte ich mit der Auslagerung der tatsächlichen Kosten durch die Unternehmer. Damit kommen wir zum goldenen Pfeil des Konsums. Dem Herzen, das das System antreibt und dessen Schutz höchste Priorität für diese beiden Herren hat. Als nach dem 11. September die USA unter Schock standen, forderte Präsident Bush das Land nicht zum Trauern, Beten, Hoffen oder Ähnlichem, sondern zum Kaufen auf. Zum Kaufen! Wir wurden zu einer Nation von Konsumenten und sehen uns nicht in erster Linie als Mütter, Lehrer, Bauern, sondern als Konsumenten. Unser Wert misst und zeigt sich vornehmlich daran, wie viel wir zu dem Pfeil beitragen, also wie viel wir konsumieren. Wir kaufen und kaufen unentwegt und halten so den Warenfluss am Laufen. Schätzen Sie mal, wie viel Prozent der Rohstoffe aus diesem Schema 6 Monate nach ihrem Verkauf in Nordamerika noch in Produkten vorhanden oder in Gebrauch sind. 50%? 20%? Nein. 1%. Demnach werden 99% der Dinge, die wir ernten, abbauen, verarbeiten und transportieren, also die das System durchlaufen, innerhalb von 6 Monaten zu Müll. Wie kann dieser Planet, der so ausgebeutet wird, überhaupt überleben? Es war nicht immer so. Der Pro-Kopf-Verbrauch in den USA hat sich in den letzten 50 Jahren verdoppelt. Zu Großmutters Zeiten galten Verantwortung, Einfallsreichtum und Sparsamkeit noch als Tugenden. Was ist also passiert? Was passiert ist, war kein Zufall, sondern es war geplant. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich diese Herren überlegt, wie man die Wirtschaft wieder ankurbeln kann. Einzelhandelsanalyst Victor Lebeau beschrieb die Lösung, die zur Norm für das ganze System wurde. Unsere enorm produktive Wirtschaft erfordert es, dass der Konsum als Ritual unser Leben bestimmt und wir unsere geistige Erfüllung und Befriedigung im Konsum finden. Wir müssen immer schneller konsumieren, verbrauchen, ersetzen und wegwerfen. Präsident Eisenhowers Wirtschaftsberater sah den Hauptzweck der amerikanischen Wirtschaft darin, mehr Konsumgüter zu produzieren. Eine erhöhte Konsumgüterproduktion sollte absoluten Vorrang vor dem Gesundheitssystem oder der Bildung, sicheren Transportmitteln, nachhaltiger Entwicklung oder Gerechtigkeit haben. Konsumgüter? Wie konnten sie uns nur dafür begeistern?
Die zwei wirkungsvollsten Strategien sind der kalkulierte Wertverlust und der gefühlte Wertverlust. Kalkulierter Wertverlust steht für produziert für die Müllhalde. Sie machen die Dinge möglichst kurzlebig, damit wir sie durch neue ersetzen, was noch bei Plastiktüten und Kaffeebechern einleuchtet. Aber mittlerweile auch für große Sachen wie Mops, DVDs, Kameras, Grills, selbst Computer gilt. Die Technologie ändert sich so schnell, dass ein neuer Computer nach nur wenigen Jahren schon wieder veraltet und nicht mehr kompatibel ist. Aus Neugier habe ich mal einen Blick in ein Computergehäuse geworfen und festgestellt, dass sich von Jahr zu Jahr nur ein kleines Teil ändert, das man aber nicht einfach austauschen kann, da jede neue Version eine andere Form hat und man daher den ganzen Computer durch einen neuen ersetzen muss. In Zeitschriften für Industriedesign aus den 50ern, als der kalkulierte Wertverlust aufkam, diskutieren Designer ganz offen, wie sie es schaffen können, dass ein Produkt möglichst schnell kaputt geht, ohne dass der Verbraucher das Vertrauen verliert und beim nächsten Kauf zu einem anderen Hersteller wechselt. Das Produkte kaputtgehen reicht jedoch allein nicht aus, um diesen Pfeil in Bewegung zu halten. Deshalb gibt es den gefühlten Wertverlust. Damit überzeugt man uns, Dinge wegzuwerfen, die eigentlich noch gut zu gebrauchen sind. Wie funktioniert das? Indem das Produktdesign regelmäßig geändert wird, kann jeder sofort erkennen, ob sie in der letzten Zeit etwas zum Konsumpfeil beigetragen haben oder nicht. Da wir über unseren Konsum zeigen, was wir sind, kann das peinlich werden. Ich arbeite seit 5 Jahren am gleichen klobigen Bildschirm, während meine Kollegin einen neuen Computer mit einem glänzenden, modernen Flachbildschirm hat, der zu ihrem Computer, ihrem Telefon und sogar ihrem Stifthalter passt. Bei ihr sieht es aus wie in der Zentrale eines Raumschiffs und bei mir, als hätte ich eine Waschmaschine auf meinem Schreibtisch. Mode ist ein anderes gutes Beispiel. Wieso wechseln die Schuhabsätze ständig von Plateau zu Keilabsatz und im folgenden Jahr wieder zu Plateauabsatz? Es geht nicht darum, welcher Absatz am gesündesten für Frauenfüße ist. Plateauabsätze in einem Keilabsatzjahr zeigen, dass man in letzter Zeit nichts zum Konsumpfeil beigetragen hat und man damit nicht so viel wert ist wie die Trägerinnen von Keilabsätzen. Es geht nur darum, uns zum Kauf neuer Schuhe zu bewegen. Werbung und die Medien im Allgemeinen spielen dabei eine große Rolle. Jeder Amerikaner ist über 3000 Werbebotschaften am Tag ausgesetzt und sieht damit in einem Jahr mehr als die Menschen vor 50 Jahren in ihrem ganzen Leben. Der einzige Zweck der Werbung besteht doch darin, uns unglücklich zu machen. 3000 Mal am Tag heißt es verkehrte Frisur, verkehrte Haut, verkehrte Kleidung, verkehrte Möbel, verkehrtes Auto. Wir sind verkehrt, aber alles wird gut, wenn wir nur einkaufen gehen. Die Medien helfen uns, das Ganze hier und das Ganze hier auszublenden. Von der Materialwirtschaft sehen wir also nur den Kauf. Die Rohstoffgewinnung, Produktion und Entsorgung findet außerhalb unseres Blickfeldes statt. In den USA besitzen die Menschen mehr als je zuvor, aber Umfragen zufolge sinkt die nationale Zufriedenheit stetig. Sie hatte ihren Höhepunkt in den 50er Jahren, als der Konsumrausch explodierte. Seltsamer Zufall, oder?